Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Unser heutiger Gast ist einer der bekanntesten Musiker Österreichs. Seit seinen Jugendtagen als Schlagzeuger bis zu seinem jüngsten Album Gibt es ein Leben vor dem Tod, hat eine außergewöhnliche Lebensgeschichte und Werdegang hinter sich. Bis heute begeistert er sein Publikum. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit Boris Bukowski. Herzlich willkommen. Danke. Wann hast du zum ersten Mal so in dir die Begeisterung gespürt für Musik? Wie kam das damals? Das war immer schon. Und die Initialzündung war, wirklich ein Instrument zu spielen, war, wie ich mit meinen Eltern im Sommer in Kroatien auf Urlaub war. Und da hat am Strand eine Band gespielt. Und ich war total begeistert. Und ich bin 5 Stunden vor dem Schlagzeuger gestanden, bis er sich erbarmt hat und dem Buben eine Rumba-Kugel in die Hand gedrückt hat. Und die habe ich dann mit Begeisterung zu jedem Lied, ob passend oder unpassend, dazugeschüttelt. In welchem Alter war das? Da war ich 14 oder so. Okay. Und dann war klar, ich muss unbedingt Schlagzeug spielen. Das heißt, war damals dadurch schon klar die berufliche Perspektive auch dann musikalisch? Ja, ich habe gedacht, das ist mir jetzt mal das Wichtigste. Okay, ich bin ins Gymnasium gegangen, aber das ist eh so mehr nebenher gelaufen. Und als dann klar war, die berufliche Zukunft ist in der Musik, was haben damals die Eltern dazu gesagt? Die waren anfangs angetan, aber dann, wie ich dann mit meinem Studium fertig war und keine Anstalten gemacht habe, damit etwas zu machen, war meine Mama war richtig arm, weil die hat wirklich sich mein Studium abgespart und sie war so entzückend, sie hat mich nur schüchtern gefragt, ein, zwei Mal, du, willst du nicht irgendwann einmal damit was machen? Ich habe gesagt, na, schauen wir mal und so. Und ich habe das Studium eigentlich nur als Plan B studiert, ja. Ich habe Jus studiert. Mhm. Und es war dann Gott sei Dank nicht notwendig, auf Plan B zurückzugreifen. Aber wie war dann der Start damals? Quasi von der Begeisterung, Rumba-Kugel, Schlagzeug, wie war dann der Beginn quasi wirklich zum ersten? Na, am Anfang hat ihr das sehr gut gefallen und dann, wie ich dann allerdings fertig studiert gehabt habe und sie hat gesehen, es wird nicht kein Jurist mehr aus mir, war sie dann mal bei einem Konzert mit mir und meiner Band und ist dann in der Pause reingestürmt und hat uns alle umarmt und hat zu mir gesagt, jetzt weiß ich endlich, warum du das machen musst. Du hast die erste Band damals gehabt? Und quasi auf diesem Weg ist bis zu den aktuellen jüngsten Erfolgen auch, was war auf diesem Weg so die größten Herausforderungen oder die größte Herausforderung? Naja, viele Dinge haben sich von selbst ergeben. Zum Beispiel in der Band, die ich am Anfang gespielt habe und wo was weitergegangen ist, hat plötzlich einer von uns gesagt, er kann nicht leben und er muss irgendwie sich was suchen. Und wir anderen waren alle Studenten von den Eltern finanziert. Da ging es locker, dass wir den ganzen Tag proben. Aber der konnte sich das nicht leisten und hat gesagt, der muss sich was anderes suchen. Und es war dann ziemlich ein Zufall. Wir haben damals gerade einen Plattenvertrag gekriegt und ein Album in München aufgenommen, in einem ganz tollen Studio. Aber wir haben das in 3 Etappen aufgenommen. Und mussten immer wieder zurück nach Wien zur Plattenfirma, um vorzuspielen, was wir bis jetzt mit ihrem Geld angestellt haben. Und nach der 2. Session waren so die ganzen Playbacks fertig, aber ein paar Lieder, und zwar ausgerechnet die, die ich beigesteuert habe, noch nicht besungen. Und jetzt haben wir gesagt, wir können nicht nach Wien und in einer Playback vorspielen. Die kennen sie überhaupt, die können, das sagt ihnen gar nichts, wenn sie nur das Instrumentale hören. Ja, aber wir haben keine Zeit, wir haben nur 1 Stunde Zeit. Unser Sänger kann unmöglich 3 Nummern jetzt in 1 Stunde singen. Der hat sich noch nicht so ganz genau damit vertraut gemacht. Und ich habe gesagt, nein, ich gehe schnell rein und singe die mal nur, damit man sich auskennt, wie der Song überhaupt geht, mal schnell drauf. Ich kann die Texte eh auswendig und das haben wir dann in Wien vorgespielt. Und der Plattenboss, damals ein Franzose, der kannte uns gar nicht so genau, wer spielt was und so. Da singen doch 2 Leute und so. Ja, ja, der eine ist der echte Sänger und der andere hat das nur mal schnell notiert, damit ihr euch ein Bild machen könnt.
hat er gesagt, ja, mir gefällt irgendwie der Ausdruck von dem zweiten viel besser. Ich will, dass der das ganze Album singt. Es war ja auf einmal der Sänger. Okay. Und in dieser Erfolgsgeschichte, dieser langjährigen, jetzt eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte, was war so quasi jetzt persönlich im Herzen der prägendste Erfolg? Puh, da gibt es natürlich irrsinnig viel. Ich kann jetzt nicht sagen, was die Sache ist, aber man bemüht sich einfach jahrelang und damals war es noch so, dass man von Wien aus die Provinz so irgendwie nicht so genau in Augenschein genommen hat, wer da sonst noch so rumspült im Lande. Und da hat es natürlich sehr viele Jahre gedauert, bis man da Aufmerksamkeit im Wasserkopf Wien bekommen haben. Und dann war es natürlich nach so vielen Jahren, wo man sich denkt, oh mein Gott, was haben wir denn diesmal und spüren sie uns im Radio oder nicht? Und dann kann ich mich erinnern, beim dritten Album ruft mich der Promotion-Mann an und sagt, du Boris, wir waren ja vorige Woche auf Platz 9 in der Hitparade und ich würde da weiter nur sagen, auf welchem Platz wir diese Woche sind, nächste Woche sind. Hör, sag, 1, sage ich, ja, ha, 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 komm, keinen blöden Schmäh, sag. 1, sage ich, ja, komm, jetzt habe ich den Schmäh schon gehört, schon gegessen, Wiedersehen, wo sind wir wirklich? 1! Echt? Jetzt? 1? Okay. Wow. Jetzt haben wir viel über Erfolge geplaudert. Gab es in der langen Zeit auch jemals wirklich Niederlagen oder Scheitern? Ja, absolut. Klar. Ich kann mich erinnern, wir haben immer wieder versucht, in die Mutterfirma unserer Plattenfirma in Deutschland zu begeistern. Und die haben zwar die CDs veröffentlicht, aber sie haben überhaupt nichts getan. Hm. Und immer wieder haben wir sie angeschrieben und kontaktiert und eingeladen zur CD-Präsentation. Und endlich, nachdem das dritte Album ziemlich großer Erfolg war, mit goldener Schallplatte und so und dreimal die Nummer 1 in der Single-Hit-Parade, und war plötzlich ein neuer Chef bei EMI Köln. Mhm. Und der ist dann mit gleich 7 der wichtigsten Mitarbeiter zu einem Konzert gekommen. Die haben sich das angehört und haben gesagt, das ziehen wir jetzt durch. Super. Und dann wollte ich nichts falsch machen und habe mir gedacht, ich mache jetzt gleich ein Best-of aus den ersten 4 Alben. Habe ein paar Remixes gemacht, damit das wirklich gut daherkommt. Und das hat einige Wochen gedauert, und wie wir es angehen wollten und das alles fertig war, ist er hochgelobt worden als Chef der Klassikabteilung, und für seinen Nachfolger war er wieder irgendwer, den er noch nie gesehen hat und der 1000 Kilometer weiter östlich wohnt. Kampagne abgeblasen. Kann man nichts machen. Wie geht man mit sowas dann innerlich um? Ja, das ist schon ein ziemlicher Dämpfer. Ich meine, wenn man ackert und es geht nichts weiter, okay, dann ist das was anderes als so eine kalte Dusche, weil normalerweise, wenn sich so eine riesige Plattenfirma für dich einsetzt, dann stempelt die deinen Namen in die Gassen, wenn sie es gut macht. Wahnsinn. Ich meine, nach dem großen Erfolg mit dem Album 100 Stunden am Tag, 1990 mit einer goldenen Schallplatte ausgezeichnet, kam dann eine längere Pause. Warum das? 1991 habe ich wieder ein Album rausgebracht. Das war auch noch gut verkauft. Mhm. Nicht mehr so gut wie das dritte. Und dann 1993 gab es noch eins. Mhm. Aber da hat man dann aufgehört, mich zu spielen im Radio. Mhm. Das war natürlich dann so, wenn du nicht im Radio gespielt wirst, kannst du auch keine Konzerte machen, weil keiner kennt das, was du machst, und da sind zu wenige Leute dann, dass es sich rechnet. Und dann habe ich 8 Jahre pausiert. Dann hat es mir einfach so gejuckt, dass ich mir gedacht habe, ich möchte weiter live auftreten. Mhm. Und da habe ich begonnen, für kleine Kulturclubs und Kleinkunstbühnen ein Duo-Programm zu machen. Mhm. Und das hat sich über die Jahre
immer mehr herausgeputzt. Und vor 5 Jahren oder so habe ich dann ein Anekdotenbuch rausgebracht, Unter bunten Hunden. Das sind so die lustigsten Anekdoten aus meinem Musikerleben, auch ein paar private und so. Und seit ein paar Jahren touren wir mit dem. Und es ist natürlich so, mit meiner geilen Band gibt es nicht so viele Auftritte, weil das natürlich teuer ist. Und das muss schon ein Stadtfest sein oder so, damit sich das rechnet. Aber im Duo spielen wir heuer zum Beispiel, also insgesamt haben wir 30 Gigs heuer. Und für das nächste Jahr sind schon wieder die Hälfte verbucht. Das ist sehr lustig, weil das ist sozusagen auf Kleinkunstbühnen, oft auch auf Kabarettbühnen. Und ich war, wie meine Freunde sagen, immer einer, der so die Geschichten im Freundeskreis ziemlich auf den Punkt bringen konnte und ziemlich lustig erzählen. Und das kann ich dort, das mache ich dort. Da spielen wir ein Best-of, mein Gitarrist von der Band und ich, beide mit E-Gitarren, und das machen wir so ein Best-of-Programm, das ziemlich schwungvoll daherkommt, weil dazwischen erzähle ich dann. Und da kann man auch dann durchgehen während des Performance und so, und inzwischen liegen die Leute und seit 1,5 Jahren ist es immer voll. Wow. Ich meine, ein Comeback nach 8 Jahren Bühnenpause, war das einfach damals? Nein, das war nicht so einfach, ja. Ich meine, sie haben mich dann in Erinnerung behalten gehabt, wie es ausschaut, und wir haben mich seither, ich glaube so 2001, habe ich dann wieder mit meinen Auftritten begonnen und seither immer. Das aktuelle Album hat ja den Titel jetzt Gibt es ein Leben vor dem Tod? Ist eine spezielle Botschaft damit verbunden, mit dem Album oder einzelnen Songs? Also ich habe mich Zeit meines Lebens gefragt, so viele Leute fragen sich, gibt es ein Leben nach dem Tod? Ja. Ich denke mir, viel naheliegender ist eigentlich, ob es vorher eins gibt, sonst brauchen wir überhaupt nicht weiterreden. Weil man muss natürlich was tun dafür, dass das Leben spannend und aufregend bleibt. Von selber ergibt sich das nicht. Wenn man gar nichts macht, verendet man schweigend vor dem Fernseher. Und das würde ich auf jeden Fall vermeiden. Und dann, wir Menschen sind so gestrickt, dass wir uns gern gegen alles Schlimme und Böse versichern und rückversichern. Und wenn wir uns gegen alles versichern, irgendwann sind wir dann auch gegen das Leben versichert, wenn wir uns gar nichts mehr zu riskieren trauen. Und deshalb habe ich ein paar so Sachen immer wieder gemacht, wie, was weiß ich, bei einem Promi-Traubrennen, ohne dass ich das je gelernt habe. Oder zum Beispiel zu meinen 70er habe ich zufällig den Typen getroffen, der mit mir 25 Jahre vorher Tandem gesprungen ist, also ein Tandemmeister. Und der hat gesagt, hey Boris, kannst du dich noch erinnern und so, du, wenn du Lust hast, ich lade dich ein, machen wir das nochmal. Ich habe gesagt, echt? Cool, mache ich. Und mit 70? Ja, mit 70. Und das war dann ein bisschen hart, weil inzwischen sind die Flugzeuge viel schneller und kräftiger anscheinend und schrauben sich viel schneller hoch. Dadurch ist der Höhenunterschied gewaltig in kurzer Zeit. Damals war das so, haben wir glaube ich eine Dreiviertelstunde gebraucht, bis wir in 3000 Meter Höhe waren. Da schraubt sich der ganz langsam nach oben. Und diesmal sind wir sogar auf 4300 Meter und zwar in, ich weiß nicht, 10 Minuten oder irgendwie sowas. Und dann gleich wieder retour. Und bis wir oben waren, war alles cool, aber dann machen die mal als erstes die Tür auf, dann kriegst du schon mal den ganzen Kerosingestank rein und so. Und man weiß, es kann nichts passieren, man ist festgezurrt zum Tandemmeister, der hinter einem ist. Und dann bewegt man sich spinnenmäßig nach vor und der sagt, geh, lass ruhig einmal die Haxen abhängen und so, aus der offenen Tür. Ja, oh, ja, servus, bitte. Und dann denke ich mir, diesmal habe ich schon gewusst,
das erste Mal heute noch total schiss, dass mir das Hinterruder oder was da, dass mir das nicht erschlagt, wenn ich da jetzt abhupf. Aber man hat eh die gleiche Geschwindigkeit beim Hinunterfallen wie das Flugzeug. Das heißt, das überholt einen nicht und gibt einen Watschen oder was. Aber es war trotzdem schauerlich diesmal. Irgendwie wegen dem Kerosingestank und ich war wahrscheinlich ein bisschen höhenkrank. Und man stürzt sich kopfüber, also das Feine daran ist ja, man muss nichts tun, man wird eh rausgekaut aus dem Flieger. Und dann stürzt man kopfüber runter. Der Tandemmeister macht es mit Ruderbewegungen, dass man dann mit dem Kopf nach oben senkrecht hinunterfällt. Und du schaust nach unten und denkst da, boah, da ist eine Betonmauer. Sind nur die Wolken und dann ist man mitten in der Waschküche und dann fliegt man ungefähr mit 180 bis 200 Stundenkilometer runter im freien Fall. Und dann geht's zack und du bist wieder im Freien und dann irgendwann zündet er den Hilfsschirm und der zirkt dann den Fallschirm raus. Und dann schwebt man, was weiß ich, 10 Minuten langsam runter oder so. Abenteuerlich mit 70. Ja. Und dann beim Heimfahren über die Autobahn von Wiener Neustadt nach Wien sagt meine Frau, du fährst ein 100er auf der Autobahn, so langsam bist du noch nie gefahren. Bei der Geschwindigkeitsrausch noch da. Wenn jetzt junge Menschen sich denken, okay, der Boris Bukowski war Jahrzehnte so erfolgreich, was wäre jetzt quasi deine wichtigste Botschaft für junge Menschen, die egal in welchem Bereich auch erfolgreich sein möchten? Das Wichtigste ist, ich habe schon oft gedacht daran, zum Beispiel, wie meine Tochter klein war, habe ich mir gedacht, was könnt ihr für Tipps geben? Ich kann es so global sagen, mach das, was du gern machst. Wenn du es gern machst, wirst du es oft machen. Wenn du es oft machst, wirst du es irgendwann einmal gut machen. Und wenn du es gut machst, dann wirst du irgendwann auch von etwas, das dir Freude macht, leben können. Bei all diesen Erfolgen, diesen Auszeichnungen, goldenen Schallplatten, begeistertes Publikum, Singles, Platz 1 in den Charts, was sind so persönlich im Herzen jetzt so die Magic Moments gewesen? Das waren so die Gänse, also so ein bisschen Gänsehautmoment auch in meiner musikalischen Laufbahn. Ich kann jetzt nicht ein Event sagen, es gab viele tolle Auftritte. Manchmal denkst du dir eine geile Location, so wie heute zum Beispiel, wo du dann mitten über den See schaust und die Berge siehst, das ist ja atemberaubend. Oder ganz im Kleinen, wenn die Leute so nahe bei dir sitzen, dass du weißt, sie bemerken alles, wenn du jetzt irgendwas. Wenn du dich irgendwie jetzt verstellen willst, vergiss es. Das merkt jeder. Da musst du irgendwie genau das machen, was man auf großen Bühnen, wie was weiß ich, im Praterstadion in Wien, wenn eine amerikanische Produktion kommt, die hat dort das Beste vom Besten in allem. Vom Licht, vom Ton, vom Bühnenaufbau, von den Tänzern, von den Musikern, vom Sound, alles. Was kann man in einem Kleinkunstbühnenlokal machen, was die dort nicht können? Im Praterstadion schaust du mit dem Operngucker auf die nächste Video-Wall und siehst so am Axel und denkst da, ja, es könnte wirklich der Paul McCartney sein. In der Kleinkunstbühne bemerken die jede kleinste Unregelmäßigkeit und sie lieben es. Sie lieben es, wenn du nicht fehlerfrei bist, wenn da was passiert. Unlängst ist mir der Gurt angerissen und ich habe irgendwie weiter tun müssen, ohne dass ich die Gitarre gescheit halten kann. Und mit diesen Dingen gehen sie heim und sagen, das war total leiwand, weil bla bla bla. Die Medien haben, egal ob es Print, TV, Radio oder online, die letzten Jahrzehnte sehr viel über Boris Bukowski auch berichtet, über die Erfolge und über die Laufbahn. Wenn in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war denn der Boris Bukowski, was hat er denn ausgezeichnet, was würdest du ihm antworten?
ich bilde mir nicht ein, dass das in 100 Jahren noch jemand weiß. Ich bin nicht Wolfgang Amadeus Mozart. Ich bin froh, wenn ich eine Spur hinterlassen habe, aber die wird nicht 100 Jahre halten. Ich bin total verblüfft, dass es mir vor langer Zeit gelungen ist, hin und wieder einen Song zu schreiben, der besonders auch in der heutigen Zeit, wo die Halbwertszeit eines Popsongs ein paar Monate beträgt. Wir haben damals einen Song geschrieben, der jetzt nach 42 Jahren immer noch im Radio gespielt wird, Kokain. Und er ist nicht alt geworden. Normalerweise werden manche, besonders wenn du mal sehr nah am Zeitgeist bist, kann es da passieren, dass da gleich kurze Zeit später schon ganz weit, der hat sich schon längst verabschiedet, der Zeitgeist. Und dann tust du dir manchmal schwer, alte Nummern zu spielen. Ich lasse die weg, wenn ich es nicht spielen mag. Aber ich hätte auch nicht gerechnet, dass mir jemals ein Song glückt, der 42 Jahre alt. Mhm. Ich bin jetzt nicht der mit der riesigen Stimme, der alle umhaut, so wow, das ist eine Stimme. Ich bin eher der, der eine Botschaft cool, unprätentiös und unschmalzig auf den Punkt bringen kann. Und das andere ist, ich bin auch nicht einer, der immer gleich bleibt, sondern der immer auch Novitäten sucht und schaut, wie könnte das Ganze morgen klingen. Weiterhin viel Erfolg und danke fürs Gespräch. Dankeschön.